Ist scheiß. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Ist doch kacke. Ich bräuchte hier Dings. Ich hab keinen Halt. Das nervt mich und ich finde keinen Dino. Doch, da! Ich weiß zwar nicht, von was es getötet wurde, von wem. Geil, geil, geil. Gut, gut, gut. Schnell die Bären runterhauen. Schnell nochmal zu meiner Dings. Zu meiner Smithy, schaffe ich das noch zu craften? Handschuh, Hose, Schuhe. So. Ich hab halt nichts weiter hier, was ich hier. Weapons, ich kann nichts bauen. Vielleicht die Armbrust, aber das glaube ich nicht. Auch überall Metall. Metall habe ich nicht. Ich habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen, muss ich ehrlich sagen. Ja, scheiß drauf. Warte mal, kann ich noch einen Helm oder so bauen? Armor, Shitty. Eine Ersatzrüstung. Eine Argo-Pfeile brauche ich jetzt nicht mehr. Muss mich jetzt auf jeden Fall auf den Endkampf vorbereiten. Vor allem war da eine Hütte gerade. Wie viel Fiber ich einfach bei mir hab. Unnormal. Prime. Mhm. Wie gesagt, ich werde schön lange zurückbleiben. Da oben steht schon ein Spino. Das heißt, auf der Rampe bin ich schon mal am angearschtesten. Mega-Hitze ist klar. Da hinten ist der T-Rex. Muss vorsichtig sein. Kommt her, er kommt her, er kommt, er kommt. Komm, hoch zum Bronto. Ah, er hat den Bronto angegriffen. Boah, essen, essen, trinken, trinken, essen. Noch ein T-Rex. Ich bin umzingelt von T-Rexen. Vorsichtig, vorsichtig, Chris, vorsichtig. Es wäre halt voll edel, wenn ich einen noch auf Gewicht skillen könnte, aber ich habe nichts. Da ist ein Spieler. Ohne was. 27 und 35 krieg ich. Ah, der 35er kann rennen. Komm, wir gehen mal. Gucken uns mal die Rampe kurz an. Komm, komm, komm.
Ich bin hier umzingelt von T-Rex. Warum haben die alle T-Rexe? Und ich nicht. Denn ist ein Spieler. Ah, komm, wir rennen mal. Muss mich halt auch noch ausrüsten. Ich habe halt gar nichts. Aber immerhin schon in der Top 17, dafür, dass ich gar nichts habe. Da ist auch ein Spieler. Schwarm. Okay. Oh, beim Sabertooth, da hat jemand auch einen Sabertooth. Ich habe einfach gar nichts, Leute, ich habe gar nichts. Aber wie gesagt, komm, kill den. Jawohl, sehr schön. Nein! 30 Sekunden. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Boah. T-Rexe fallen runter, ist klar. Echt aufpassen hier. Jetzt kämpfen wir erstmal alle mit ihren scheiß Rexen, das ist schon mal sehr gut. Ich habe kein Fleisch mehr, das ist das Problem. Zum Heilen. So. Okay, da ist der nächste tot.
Yeah, mein Kill. Wenn ich Glück habe, kann ich irgendwo eine Leiche fressen. Jetzt holen die sich erstmal alle Spieler. Ja, ich will nur den Top 10, Leute. Ich will nur den Top 10, aber das ist noch übelst für die T-Rex. Ja, genau, greift die schön die T-Rex an. Digga, erstmal auf die mit den Großen. Ich muss aufpassen, die können mich runtersnipen. Da hinten ist noch eine Leiche. Ich muss weg. Krieg ich mein Hyatt? Ach Quatsch, mein Brian. Nein, 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 ich bin hier weg. Acid Rain, okay. Ich muss halt echt aufpassen mit meiner Rüstung. Das ist zwar jetzt echt feige, was ich mache. Vor hinter mir sind zwei Rexe hier, kann das sein? Okay, wilde Rexe habe ich wieder dahin gelockt. Auf die mit dem Großen. Es fehlt mir noch ein Oberteil. Hab ich mir kein Studio Oberteil gemacht? Fuck. Mega Fork. Warum ist einer gestorben? Der mit dem Saber, der ist echt hartnäckig. Aufpassen, meine Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Und nochmal Acid Rain. Ich hab noch... Okay, meine Brust ist weg. Wow, der macht gut Schaden.
Unbedingt mein scheiß Raptor. Er weiß auch genau, wer ich bin, glaube ich. Und hier ist es ja sogar mit Timer, also könnt ihr euch nicht aufregen. Okay, noch 6. Vor allem, die spielen auch zusammen, Alter, die beiden mit den Sabertooths, die beschützen sich jedes Mal gleich. Also beide. Harvest Drop. Jawoll! Das ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich, auch wenn mein Raptor dadurch mit einem Schlag gleich vielleicht tot sein kann. Mal wieder hochheilen hier. Ja, was Leute, ihr müsst mich ja verstehen, weißt du? Ich habe hier den losten Dino überhaupt von allen. Und ja, kann jetzt halt nicht viel machen. Wird zwar jetzt vielleicht Bimo sagen, grüß dir, campt nur. Aber wie gesagt, aus logischer Sicht, aus sinnvollster Sicht, muss ich halt campen. Ist man hier nicht geschützt oder dem? Gucken, dass ich das hier hochziehe, dass ich schneller drauf zugreifen kann. Okay, was war das? Oh, ich muss essen. Füße. Manchmal habe ich, also ich habe mal gedacht, man ist unter Dings sicher. Jetzt kämpfen die gegeneinander. Was kommt denn, Raptoren? Kacke, ich habe keine Sachen mehr, Leute. Ich habe keine Brust mehr, doch da. Slacked. 6 Leute noch. Ja, wenn ich jetzt sterbe, wie gesagt, ich bin nicht so scharf. Also klar, der Monitor wäre schon cool. Aber... was will ich mit meinem kleinen, süßen Raptor hier machen? Mit den Sabertooths, okay, die sind sich gerade hinterher gerannt. Ah, wird gleich nochmal Acid Rain anmachen, denke ich.
muss halt echt vorsehen, ja. Fleisch, ich brauch Fleisch. Oh ja, da kommt nochmal Acid Rain. Oberteil habe ich keins mehr. Okay, Handschuh. Beziehungsweise, es wäre doch eigentlich viel schlauer, das kurz auszuziehen. Ja, dann kriege ich Schaden, ich weiß. Aber nicht so viel und ich habe mit Fleisch noch ein bisschen hochheilen. Guck mal, so viel Schaden kriegt man da gar nicht. Kann ich Warschwap? Was kommt denn? Kanos. Das Ding ist halt auch, wenn ich absteige, dann ist mein Vieh tot. Eindeutig. 100%. Percent? Keine Ahnung. Ah. Könnte halt mal auf die mit dem Dings losgehen, aber wie gesagt, wenn ich absteige, ist mein Vieh tot. Was kommt jetzt? Ja, wieder Brontos. Alter Falter. Da geht dann die Pumpe, sage ich euch. Halt alle auch ihre Viecher fienen so, also so ist es nicht. Ah, ich muss aufpassen. Ich blute schon. Hauptsache durchhalten. Es ist mega kalt. Aber zum Glück habe ich Fortitude geskillt. Ich würde ja gerne mal gucken, wer noch dabei ist. Ah. Survivor Tracker, da braucht man hier nicht wirklich. Oh, ich häng fest. Shit. Da kommt der Acid Rain. Ah, das geht ewig so. Auf Haar könnte man, glaube ich, gucken. Scorpion, Gary Washington, ich, NRX, Moritz und Hannibal. Krass. Ich habe mit anderen Leuten gerechnet. Oh, jetzt habe ich Eiswürfel. Oh, muss ich mich doch anziehen. Ich hoffe, das reicht auch. Ah, reicht. Aber Acid Rain natürlich. Kacke. What? Warum greifst du an? Warum greift er an? Scheiß Acid Rain, geht ein bisschen um den Sack.
hier erst vorbei. Ich könnte halt versuchen, die anderen anzugreifen. Das Ding ist, die haben einen Hubs mit dem T-Rex und dann bin ich weg. Fängt der Acid Rain wieder an. Wenn mich jetzt hier einer anschießt, dann war's das. Kalt ist ihm auch schon wieder. Interessiert echt, was da drin ist. Keine Sachen. Ja, das Problem ist, hier hinten sich alle an. Aber warum soll ich der erste Doofe sein, der jetzt stirbt? Na, guck mal, er versucht mich jetzt abzuschießen. Ah. Muss halt aufpassen, ey. Bin leichte Beute. Hier für einen T-Rex namens Gut, Alter. Und wieder Acid Rain. Schwarm. Okay, meine Energie geht zu Neige. Einmal Handschuhe habe ich noch. Ah, und ich habe nichts mehr zum Heilen. Das ist mein Problem und da hat bestimmt jemand eine Suppe. Ah, ich habe nichts mehr. Aber ich sag mal, Vierter, jetzt bin ich... Ja, bin Vierter auf jeden Fall schon mal. Und ich habe so eine scheiß Runde geliefert, Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ah, nochmal Acid Rain und ich bin weg, das ist das Problem. Ey, Schaden kann ich mir nicht erlauben, du blödes Scheißvieh an Mücke. Oh, nochmal Schwarm. Und Acid Rain. Ah, das war's. Ah, da bin ich gestorben am T-Rex, aber immerhin Vierter geworden. Ah, da bin ich mal gespannt, wer jetzt gewinnt. Ich werde das mal jetzt kurz anlassen, weil sind ja nur noch... Ach, kann ich ja gar nicht. Verdammt, okay. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wer gewinnt, wenn wir dann bei Beam sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Immerhin Vierter geworden. Ja, ich hätte mir vielleicht noch ein, zwei Rüstungen machen sollen. Hab echt
die Orientierung verloren mittendrin. Dafür bin ich doch aber ganz gut über die Runden gekommen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Seid nicht zu hart in den Kommentaren. Und ja, vielleicht könnt ihr mir ja ein bisschen schreiben, was ich hätte besser machen können, ohne zu klugscheißen, sondern wirklich einen ernst gemeinten Rat. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Viel Glück noch den letzten dreien und herzlichen Glückwunsch dann an den Gewinner. Viel Spaß mit dem Monitor und ja, dafür, dass ich nur aus Spaß mitgemacht habe, bin ich doch sehr weit gekommen. Also ja, vielen Dank. Ich werde beim nächsten Turnier bestimmt wieder aus Spaß mitmachen, denke ich. Und ja, lasst einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.